Hallihallo liebe Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Bloons Tower Defense 6. Bewertet gerne das Video, schaut in die Beschreibung, da ist sehr viel verlinkt. Und jetzt viel Spaß. Ja, ja. Boah, habe ich das schon lange nicht mehr gespielt. Ich habe es gerade gestartet, da stand irgendwas von wegen fettes Update. Und ich glaube, es drehte sich hier rum. Blunarius Prime. Eine neue Karte. Neu steht ja auch dran. Also so ganz falsch kann es nicht sein. Ich weiß aber auch echt nicht, was das hier ist. Ich spiel mal. Oh. Hä? Was geht dir denn für einen Weg? Da lang, dann da links, dann da und dann hier. Und dann raus. Das, hä? Hat der zwei Wege? Da bin ich jetzt schon überfordert. Benjamin ist auch wieder in der Haus. Den stelle ich gleich auch. Jetzt aber erstmal, was mache ich denn heute? Leute, wisst ihr, das waren goldene Zeiten für mich, als ich einfach nur hier drauf gedrückt habe. Ist Weihnachten? Ich glaube, es ist Weihnachten. Ich wollte gerade sagen, es war so schön, einfach immer nur ein neues Upgrade zeigen zu können, sodass man ein richtiges Thema, ein richtiges Ziel für die Folge hatte. Aber was geht denn jetzt ab? Wurfpfeilaffe, Bumerangaffe. Das sind doch nicht die einzigen, die das haben, oder? Doch. Okay. Dann beginne ich mit dem Wurfpfeilaffen. Aber so viel Erfahrung habe ich doch gar nicht. 500.000. Fülle den Bereich mit Plasma-Jonglierbällen, die Bloons in Stücke reißen, sodass nichts zurückbleibt. Mann, ist das teuer. Und hier beim Bumerangaffen? Selbst da habe ich nur 70.000 Erfahrung? Hä? Den habe ich doch 1000-mal gestellt. Die Bloons erblicken meine Gleives und werden vor Furcht zittern. Gleive. Ja, genauso wird das ausgesprochen. Ja, was mache ich denn? Ja, ich zeige einfach die Map, hab Spaß und spiele mit ganz vielen Wurfpfeilaffen. Aber ich glaube nicht, dass wir das jetzt schaffen werden. Das tut mir leid. Das tut mir wirklich sehr leid gerade. Hier ein bisschen was. Einfach hinstellen, Leute. Ein bisschen hinstellen. Wohin gehe ich denn dann? Auf das obere und zwei in die Mitte. So rum. Zwei in die Mitte und nach oben. Und Start. Oh, wer bist du denn? Oh nein, da ist er tot. Boah, was habe ich diese kleinen Ballonchens vermisst mit ihren kleinen Äugleinchens. Ja, schön machst du das. Wollt ihr anderen auch mal arbeiten oder chillt ihr da gerade? Ekelhaft. Richtig ekelhaft. Brauch noch ein bisschen Geld. Warum habe ich denn niemanden eingeladen, der mir ein bisschen Geld spendet hier in dem Spiel? Das war ein Fehler. Hä? Ja, genau, Spiel. Das passiert also. Da kommt einfach so ein Portal. Okay. Das ist ein toller Spaß. Ich kann hier auch scheinbar nichts wegkaufen, sodass ich da was in die Mitte stellen kann. Das wird interessant. Wenn ich aber hier was hinstelle, dann treffe ich ja beide. Dann skill ich den hier. Dann ist das jetzt mein Main-Affe. Der kleine Süße. Mr. Schaffe Schüsse. Kann mit jedem Schuss zwei zusätzliche Bloons platzen lassen. Und dann Nagelkatapult. Verwandelt den Wurfpfeilaffen in der Nagelkatapult, das einem großen Nagelball statt Wurfpfeilen wirft. Okay. Die Range ist aber auch wirklich erbärmlich. Einfach nur traurig. Ja, dann... nee, dann Eisaffen, Mann, ich will das nicht. Ich glaube, das Beste, was ich gerade machen kann, ist... Wo bist du denn? Wer war es denn nochmal? Ein Helikopter natürlich, aber auch das Affen-U-Boot. Ja, das trifft ja dann auch alles nachher. Stacheldrahtpfeile, Heispitzenpfeile, größere Reichweite war das, glaube ich. Nee, das da unten, ja. Oh, das Portal, ne? Ist das gemein. Lass es doch einfach. Jetzt muss ich hier Geld reinstecken. Manometer. Und ballistische Rakete. Rakete sucht Ziel in Reichweite und fügt zusätzliche Moab- und Keramikschaden zu. Wow. Okay. Das ist sehr stark. Aber irgendwas stimmt doch hier nicht. Bin ich gerade blöd? Oh, es war doch Top-Spionage. LOL. Das spielt man irgendwie ein paar Monate nicht mehr und schon vergisst man das Krasseste. Aber ist auch egal.
Der macht ja trotzdem was. Ja, Top-Spionage. Genau. Das ist es ganz bestimmt gewesen. Und jetzt bin ich tot. Schade. Und dann hätte ich da oben gerne noch einen weiteren Affen. Und es wird ganz dringend Zeit für Ben. Den schiebe ich auch mal nach da oben. Jetzt bin ich in Runde 21 und ich habe nicht einmal eine einzige Bananenplantutsche. Was ist aus mir geworden? Ist das traurig. Ja, hier, so, jetzt habe ich endlich eine. Da packe ich da noch einen Bauer hin, ne? Das schadet ja alles nicht. So, dann sammel mal ein, du kleiner Süßer. Und dann bräuchte ich auch noch... Oh, die gehen ja schon gut durch. Einen Pionier. Wo ist er da? Der hier so ein bisschen Schleim in macht. Ne, das war doch irgendwie dreimal in die Mitte, genau. Das habe ich mir gemerkt. Reinigungsschaum. Übergroße Nägel. Und dann noch Nadel. Hält Bloons nach Treffern für kurze Zeit an ihrem Platz. Ballistische Rakete. Dann bitte auf Stärkster, genauso wie der andere. Luftdetonationspfeile. Und dann als nächstes einfach weitere Wurffallaffen. Das würde ich mir gerade wünschen. Dass ich da noch ein paar platzieren darf. Und schön hier doppelt reingehen. Das würde mir sehr munden. Dann noch so einen klebstoffsüßen Affen-Typen. Und das gilt ja für irgendwas. Schön blind reingehen. Das sieht aber immer noch böse aus. Deswegen erweitere ich das da und schiebe noch eine... Nagelfabrik hier hin. Hier, dein. Ja. Zack. Schnellere Produktion. Und größere Haufen, bitte. Danke. Und das würde ich auch noch gerne an den Anfang setzen. Ja, der Reinigungsschaum klärt das. Okay. Optimal ist es aber trotzdem nicht. Außer, ich packe vielleicht noch einen dahin. Ja, dann reicht das doch bestimmt, ne? Komm schon. Gib mal. Hallo. Warum ist das alles so teuer? Ich habe aber immer noch keine Chance gegen diese verkackten Schiffe. Deswegen brauche ich dringend... Was brauche ich denn dringend? Eine Bananenplantutsche gegen die Schiffe? Ja, gute Idee. Perfekt. Danke für den Tipp. So, jetzt aber. Eine Nagelfabrik an den Anfang hier irgendwo. Zack. Das hilft sehr. Größere Haufen. Dann schnellere Produktion. Und heiße Nägel. Noch schnellere Produktion. Und dann das in der Mitte. Der gute alte Moab-Schredder. Zack. Und was macht ihr da? Was soll das? Das sieht gefährlich aus. Besonders, wenn das doofe Schiff da durchgeht. Oh nein. Hilfe. Schnellere Produktion. Ja, da habe ich ein gutes Backup. So, aber das heißt ja auch, dass ich da ganz dringend noch was für Schiff brauche. Aber erstmal hier die Bananenplantutsche. Oh ja. Scharfe Schüsse, messerscharfe Schüsse, Lagerkatapult, schnelle Schüsse und schnell. Moloch schleudert riesige Stachelkugel, die Blei zum Platzen bringt und Keramikbloons besonders gut zerstört. Okay, dann auf Stärkster bitte. Genauso wie der hier und der da. Ein Schiff! Ein kaputtes Schiff, krass! Ja, also ich gehe stark davon aus, dass mich das hier am ehesten umbringen wird. Das Portal könnte sehr, sehr eklig werden, weil ich habe hier schon einiges, was dann nicht zu tragen kommt. Ich packe hier mal... Jawohl, nein, dann greifen ja die doofen Nagelaffen nicht mehr an. Aber da ist ja sowieso keiner. Also alles gut, ja, perfekt. Aber nee. Ich stelle hier... Einfach nur, weil ich es kann, noch einen Schützen hin. Ja, der trifft dann ja alles. Und bei dir gehe ich auf Masse statt Klasse. Da unten auf das vollautomatische Gewehr und auf die Mitte. Ja, Mitte hier und dann unten. Boah, das ist so lächerlich günstig. Krass. Komm schon, gib mir mehr. Ein bisschen mehr Geld. Ja, komm nochmal, 5000. Boah, habe ich viel Geld gerade gehabt. Krass. Vielleicht soll ich da doch nicht noch mehr reinbuttern. Und erstmal die Bananenplantutsche weiter ausweiten. Aber das lohnt sich eigentlich gar nicht mehr. Ich habe ja nur auf Mittel gestellt, warum auch immer. Und das bedeutet, in 15 Runden ist hier Schicht im Schacht. Boah, krass. Ja, das hilft sehr. Schießen dann schon schön nach da oben, bevor die ins Portal reingehen.
Richtig sick. Ja, und dann da unten noch vielleicht so eine Nagelfabrik, die alles trifft. Größere Haufen, heiße Nägel, schnellere Produktion. Und dann ausnahmsweise ein Dörfchen irgendwo hin. Oh, das geht. Oder, nee, ach nein. Leider nicht. Komm schon. Oh, Mann. Okay, dann nicht. Dann verzichte ich darauf. Ja, dann wird Zeit. Hier komm ich. Ich helfe euch, Leute. Ich helfe euch einfach. Moloch. Ultramoloch würde ich eher da hinpacken. Weil der trifft vielleicht auch noch die, die ins Portal reingehen. Genau. Ja, tut er auch. Cool. Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet, dass das so stark an der Stelle ist. Dann einfach noch mehr. Schön nach da oben. Ja, und dann bin ich gespannt, wie viel Erfahrung das alles gebracht hat. Wahrscheinlich sehr, sehr viel. Warum habe ich 20.000? Hä? Wahrscheinlich, weil diese verkackten Affen gar nichts kosten, oder? Ja, 1.000. Wow. Das ist so übertrieben, wie viele man davon stellen kann potenziell. Kostet nichts. Ein richtiger Schnapper. Ja, sehr schön. Noch 3.000 Euronen habe ich. Dann stelle ich noch aus Spaß für den Gag einen Bumerang-Affen. Ja, fertig. Das reicht, komm, das eine Runde noch. Da kommt vielleicht noch ein Schiff, aber das hat keine Chance. Hier, guckt euch an. Wir, lol, komplett durchkommen, wollte ich erst sagen, aber nö, nö. Auch durch Benjamin, der dann noch seine verkackte Fähigkeit benutzt und das Schiff einfach auflöst. Türme platziert 32. Bloons platzen lassen 65.000. Ja, krass, ne? 250 Euro gemacht. Dann gehe ich hier mal raus. Und ich habe gesehen, ich habe noch einen Affenswissenspunkt. Wo war ich denn hier stehen geblieben? Oh, erhöhe dein Startkapital um 200. Dann muss er hier volle Lutsche reinskillen. Nee, das mache ich nicht. Sorry, aber 200 Euro, wer braucht das schon? Was hatte ich denn hier für ein Ziel? Hatte ich überhaupt noch ein Ziel in meinem Leben? Reinigungsschaum trifft 3 weitere Bloons, bevor er abläuft. Okay, dann nehme ich das doch mit. Kaufpreis der ersten Nagelfabrik pro Spiel ist jetzt 150 Dollar niedriger. Kann man auch machen. Ist alles eigentlich ganz lustig. Und wie steht's jetzt mit der Affen-EP? Fast 84.000. Ey, was ist das denn für ein weiter Weg? Oh Mann. Dann spiele ich privat oder so. Und dann machen wir das einfach beim nächsten Mal. Oder halt das von dem Bumerang-Affen, weiß ich noch nicht. Klingt aber sehr interessant. Bin gespannt. Ja, aber gut. Da würde ich sagen, bewerte gerne das Video. Schaut in die Beschreibung, da ist sehr viel verlinkt. Bis Daniel, euer wirklich mittlerweile schlecht spielender Schmanuel. Tschüss. Bis dann.